the summit a failure? No, it's not a failure yet. The summit is still going on. It's still the second day did not start yet, so we cannot speak about a failure. But I have to admit that for the moment the positions are not that close that to be able to find solutions. But I know that Charles had meetings till this morning, and I really want to thank him because when I met him at 5 o'clock, he was still full of energy and full of hope to be able to continue discussions today. But we will see how it will go in the next hours. And you know, it's the problem is if everybody just calculate what he pays and what he gets, then we will never come out. I think the thing is, in 57, when we created Europe, we realized maybe sometimes to give something up or to pay something, to have something bigger tomorrow. If everybody calculates today what he will get more today, if he pays more tomorrow, there is a problem. Selbstverständlich, effizient sollen wir, aber es kann auch nicht sein, dass Länder, wo es gut geht, jetzt die Rechnung machen, wie sie Geld zurückbekommen können. Also wie gesagt, ich bin auch Nettozahler, ich frage nicht, um einen Rabatt zu bekommen, aber ich will, wenn wir Ambitionen haben, müssen wir uns auch die Möglichkeiten geben, diese Ambitionen zu erfüllen. Und wie gesagt, ich bin der Erste, der fragt, dass die Steuergelder gut gebraucht werden und effizienter gebraucht werden, aber das will nicht heißen, dass wir dann sofort 4000 Jobs kürzen sollen. Das heißt nicht, dass wir vielleicht sogar europäische Agencies schließen müssen. Das heißt nicht, dass wir bei den Fragen, die uns wichtig sind, uns keine Mittel geben, um die auch umzusetzen. Das ist mein Problem. Glauben Sie, dass es jetzt heute noch einen neuen Vorschlag geben wird und muss bei der Rechtsstaatlichkeitsklausel noch nachgebessert werden? Also bei der Rechtsstaatlichkeitsklausel, glaube ich, ist, wenn wir sagen, dass es uns egal ist, die Rechtsstaatlichkeitsklausel, dann wird das Europaparlament uns daran erinnern. Und ich habe keine Lust, jetzt von einem Europaparlament gesagt zu bekommen, was wichtig ist für uns in Europa. Wir sollen auch unsere Verantwortung hier übernehmen müssen. Und wie gesagt, die Rechtsstaatlichkeit ist bei mir auch, ich habe vorher gesagt, 57. Europa wurde auf Rechtsstaatlichkeit aufgebaut und auf Werte. Die kann man nicht einfach wegen Ziffern jetzt aufgeben. Also da muss noch nachgebessert werden. Wie gesagt, der Text jetzt ist schon eine Verbesserung. Wir hatten ja überhaupt nichts. Jetzt haben wir ja schon einen Text, der in einer Richtung geht, die ich unterstützen kann. Wie gesagt, ob jetzt umgedrehte Mehrheit oder einfache Mehrheit oder qualifizierte Mehrheit, dass wir einen ersten Schritt machen, ist für mich wirklich muss sein. Ich habe verschiedene Kollegen, die hätten schon am liebsten, wir würden das sogar abschaffen. Das kommt für mich nicht in Frage. Okay, tschüss. Ich kann irgendwo in Europa krank werden. Ich habe es gestern auch schon gesagt.